Das Eisbad hat in den letzten Jahren eine regelrechte Bewegung ausgelöst und immer mehr Menschen begeistern sich für die eisige Praxis. Prominente, Sportler und sogar ganze Gemeinschaften haben das Eisbaden in den Alltag integriert. Warum ist das Eisbaden so beliebt geworden? Nun, neben den gesundheitlichen Vorteilen hat es auch etwas mit der mentalen Stärke zu tun, die damit einhergeht. Das Überwinden der Kälte und das Eintauchen in eisiges Wasser erfordert Mut und Durchhaltevermögen. Viele Menschen sehen das Eisbaden als eine Möglichkeit, ihre Komfortzone zu verlassen und ihre Grenzen zu erweitern. Die sozialen Medien sind voll mit Menschen, die ihre Erfahrungen teilen und Menschen dazu inspirieren, es selbst mal auszuprobieren. Von eindrucksvollen Videos bis hin zu motivierenden Geschichten, der Trend des Eisbadens hat eine starke Community geschaffen, die sich gegenseitig unterstützt und ermutigt. Ich werde 7 Tage lang Eisbaden gehen. Und wir werden über die Vorteile sprechen und wieso, weshalb das Ganze überhaupt gut ist. Nach 7 Tagen gibt es dann ein Feedback, wie das Ganze mir gefallen hat, ob ich das Ganze bestätigen kann und ob ich es sogar weitermachen werde. Prinzipiell gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mittlerweile Eisbaden zu gehen. Man könnte jetzt in irgendeinen See gehen oder in ein Gewässer irgendwo draußen. Das ist allerdings organisatorisch nicht so einfach und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir so eine Regentonne zuzulegen. Es gibt auch teure Varianten, aber ich habe da echt die Low-Budget-Variante gewählt aus dem Baumarkt für 35 Euro und habe das Ding mir geholt, draußen hingestellt und jetzt habe ich nur sehnsüchtig darauf gewartet, wann ich endlich loslegen kann, weil ich, wie ihr wisst, war ich lange krank, aber jetzt geht's los und ich freue mich sehr darauf. Es soll ja super viele Vorteile haben und über diese sprechen wir jetzt. Grundlegend könnte man sagen, man kann das Ganze in physische und psychische Vorteile einteilen. Wir fangen mal mit den physischen an. Der allererste Punkt ist Training des Herz-Kreislauf-Systems. Dadurch, dass die Gefäße sich zusammenziehen und am Ende wieder öffnen, hat man ein Herz-Kreislauf-Training und dadurch eine verbesserte Durchblutung. Erste Session, ich habe gar keinen Bock. Ja, wir versuchen hier den Timer zu starten. Dann werde ich drauf drücken, wenn ich reingehe und wenn ich rausgehe, direkt wieder drauf drücken. Die Challenge ist jetzt erstmal reinzugehen und einfach normal weiterzuatmen, würde ich sagen, weil das ist eher so mein Horror. Man soll eigentlich so Neoprenschuhe oder sowas haben und Handschuhe und so habe ich nicht, eine Mütze habe ich aber. Gesteigerte Durchblutung wirkt dahingegen dann entzündungshemmend und verbessert sogar eure Regeneration nach einem Training. Das heißt auf jeden Fall für Sportler nicht uninteressant. Außerdem soll mehr braunes Fettgewebe gebildet werden. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht komisch, aber es gibt braunes und weißes Fettgewebe und das braune Fettgewebe ist sozusagen das gute Fettgewebe, denn das hat eine höhere Mitochondriendichte und Mitochondrien sind sozusagen die Kraftwerke in unseren Muskeln. Also die hatten wir auch in unseren Muskeln und die verbrennen Energie. Das heißt, es gibt tatsächlich Fettgewebe, was auch Energie verbrennt und passiv ein bisschen mehr Energie verbrennen ist ja auch nicht verkehrt zum Abnehmen, ne? Boah, es ist schwerer als ich dachte, normal zu atmen. Sprechen. Sprechen parallel ist noch schwieriger. Ungefähr 1 Minute haben wir jetzt. 2 bis 3 soll man ja schaffen. Es fühlt sich auf jeden Fall mieskalt an. Außerdem werden nachweislich mehr Leukozyten gebildet. Das bedeutet, ihr habt ein besseres und stärkeres Immunsystem, werdet dadurch nicht so schnell krank und seid einfach besser geschützt für Infekte. Also, jetzt geht's tatsächlich. Wir haben jetzt auf der Uhr 1 Minute 40. Ich finde, es geht klar. Ich dachte, die Füße würden viel kälter werden, aber wirklich kalt ist es eigentlich nur am Bauch. Allerdings gibt es da auch noch die psychischen Vorteile und Faktoren. Punkt Nummer 1 ist die Stressreduktion. Einfach dadurch, dass man ja wirklich versuchen soll, ganz normal durch die Nase ein, durch den Mund auszuatmen, hat man einen gewissen Entspannungseffekt, ähnlich wie bei einer Meditation. Mit Meditation habe ich schon Erfahrung, allerdings in kaltem Wasser mit der Atmung noch überhaupt nicht. Also die erste Minute war wirklich unangenehm, aber ich glaube, das Wasser muss noch kälter werden. Ich bin gespannt, wie es morgen früh ist, wenn es die nachts wieder friert. Und die nächsten Tage soll es auch noch regnen. Die Überwindung am Anfang war mies, war wirklich mies, aber jetzt geht's echt. Wir haben jetzt bald die 3 Minuten da voll.
Außerdem soll es dich einfach mental stark machen. Das heißt, jeder von uns kennt ja diese Situation, wenn man sich irgendwelchen unangenehmen Situationen stellen muss. Vielleicht kennt ihr das Buch Eat the Frog. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, am Anfang des Tages muss man sich direkt so einer kleinen Challenge stellen. Und das soll einen mental stärker machen. Und vielleicht infolgedessen stellt man sich auch anderen unangenehmen Situationen einfach ein bisschen selbstbewusster und zieht sie einfach durch. Ich mache mal so 3 Minuten 10, dann habe ich vielleicht das Einsteigen eingerechnet. Dann passt das bestimmt. Ah, jetzt 3 Minuten um. Jetzt tut es am Bauch wirklich langsam weh. Dieses Stechen. Kennt ihr das? Ihr kennt das vom Mountainbike-Fahren, Leute. Wenn die Hand so richtig abfriert. Jetzt haben wir 3 Minuten 15 schon. Dazu hat man wohl danach einen riesen Dopaminausschuss, was dafür sorgt, dass ihr einfach so ein kleines High habt und euch gut fühlt. Viele Leute, die von Eisbaden so ein Selbstexperiment gemacht haben, berichten davon, dass sie den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen gehypt sind, besser drauf sind und einfach mehr Energie haben. Und da bin ich echt gespannt, ob ich diese Dinge schon nach 7 Tagen bestätigen kann. Boah, okay, Leute. Ich gehe jetzt schnell rein, mache mich trocken. Ja, dann gebe ich euch das kleine Feedback von der ersten Session. Aber ich glaube, ich habe schon viel erzählt. Ja, dann freue ich mich jetzt schon auf morgen. Hier ist die Zeit. War ein bisschen länger geworden, aber es ist ja auch noch nicht so super kalt. Natürlich habe ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet, mich so ein bisschen informiert, worauf man so achten soll. Und so ein paar Dinge davon möchte ich euch jetzt noch mit an die Hand geben, wenn ihr das Ganze selber ausprobieren möchtet. Vielleicht sind da ein paar News für euch dabei, die euch helfen, wenn ihr das selber ausprobieren wollt oder die vielleicht dafür sorgen, dass ihr es gar nicht erst ausprobieren möchtet. Wir werden sehen. Normalerweise fängt man mit dem Eisbaden schon so gegen Oktober Richtung Herbst an, wenn es so langsam kalt wird. Jetzt ist natürlich die Situation schon so, dass es schon nachts immer friert. Außerdem soll es super sein, morgens früh direkt zu gehen, bevor man frühstückt. Das liegt einfach daran, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in kaltes Wasser geht, dann zieht sich alles zusammen und wenn dann der Magen voll ist, ist es einfach unangenehm. Das heißt, vielleicht ist es eine gute Idee, das Ganze auf nüchternen Magen zu machen, bevor ihr irgendwas anderes machen wollt, weil dann habt ihr auch diesen Effekt des Dopamin, was einkickt und ihr sofort mit voller Energie in den Tag starten könnt. Also wenn man reinkommt, Leute, ist es übelst wie, weiß ich nicht, wie als würdet ihr irgendwas Heißes anfassen am Körper. Man sieht doch, es ist schon gut rot, ne? Bis hierhin, wo das Wasser war. Also Durchblutung ist auf jeden Fall am Start. Außerdem gibt es ein paar Faktoren, die man beachten sollte. Besonders wenn ihr es in freien Gewässern macht, dann auf keinen Fall alleine. Einfach aus dem Grund, dass man theoretisch sogar bewusstlos werden könnte, Krämpfe kriegen kann oder wenn man eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, auch tatsächlich da Schäden davon tragen kann, weil es durchaus eine Belastung ist. Außerdem solltet ihr natürlich gesund und fit sein, nicht irgendwie sowieso schon krank, weil das ist einfach zusätzlicher Stress für den Körper und den könnt ihr bei einer Genesung nicht gebrauchen. Außerdem soll man das Ganze 2 bis 3 Minuten aushalten. Ob das schon direkt am Anfang klappt, das wage ich irgendwie zu bezweifeln. Hier werden wir jeden Tag einen Haken machen und hier machen wir gleich schon ein rotes X hin. Ich werde versuchen, immer darunter einfach dann, wenn ich es schaffe, die Zeit zu stoppen, die Zeit einzutragen, sodass wir da so einen kleinen Überblick haben. Dann sehen wir auch gegen Ende der Woche, ob das Ganze länger aushaltbar ist oder ob sich da irgendwie gar nichts tut. So Leute, erste Session geschafft. Ich bin happy. Es zieht jetzt noch am ganzen Körper, also wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das danach noch so lange anhält. Ich habe mich jetzt umgezogen, abgetrocknet, das ist jetzt bestimmt schon 2-3 Minuten her, aber das spürt man auf jeden Fall noch. Es war allerdings nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich denke, es wird morgen auf jeden Fall schlimmer, wenn es über Nacht friert und ich habe morgen schon mal gucken, wann ich den ersten Termin habe. Den ersten Termin habe ich um 10 Uhr, das heißt, ich muss da direkt nach dem Aufstehen, muss ich da praktisch reingehen. Aufstehen und los geht's. Ja, wir gehen jetzt oben abhaken, Leute, und dann sehen wir uns morgen. Guten Morgen, Leute. Arschkalt.
Boah, es ist auf jeden Fall viel kälter als gestern. Oh, fuck, ey. Es tut einfach schon jetzt weh. Das ist schon krass. Jetzt wieder eine Minute um und tatsächlich, dann geht die Atmung schon mal klar. Aber heute bin ich echt froh, wenn es schnell vorbeigeht. Wirklich richtig unangenehm an den Füßen. Gleich bei 4 Minuten. Guten Morgen, Leute. Wir haben Tag 3. Für alle, die hier nicht glauben, 20. Dezember. Ich habe heute gar keinen Bock. Nur mit 5 Grad draußen. Das ist ein bisschen angenehmer, aber ich habe heute wirklich gar keinen Bock. Aber egal. Also Leute, ich sag euch was, es wird nicht einfacher irgendwie. Gestern dachte ich kurz, es würde einfacher werden, weil ich irgendwie viel länger ausgehalten habe. Aber das ist so eine Motivationssache, glaube ich. Wenn man wirklich morgens motiviert ist, voll Bock drauf hat, dann ist es einfach. Und so wie heute, dann ist es gar nicht einfach. Es ist auf jeden Fall wundersam. Immer nach der ersten Minute geht es tatsächlich besser. Aber heute ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass gestern so ein anstrengender Tag war, ich lange arbeiten war und so. Ich bin auch heute echt schlecht aus dem Bett gekommen, Regeneration war mies. Naja. Und wir haben auch noch so einen ekelhaften Wind heute. Boah. Mieses. Man will jetzt natürlich nicht unter der Zeit von gestern sein irgendwie. Weiß aber nicht, ob das dumm ist. Quatsch. Ich mache auf jeden Fall trotzdem jetzt die 4 Minuten voll. Wir haben noch 15 Sekunden. Boah. Boah, heute im Zittern, ey, krass, das hatte ich gestern nicht so. Guten Morgen, Leute. Heute ist Donnerstag und ich habe heute so wenig Bock wie noch nie. Das Wetter ist eine Katastrophe. Es regnet, es windet, es ist kalt, es ist ungemütlich. Und ich glaube, dadurch, dass es Ende der Woche ist und ich generell nicht mehr so mega fit bin, weil gegen Ende der Woche flacht die Energie immer so ab, ist die Überwindung jetzt krass auf jeden Fall. Aber ich habe da einen Trick und den verrate ich euch jetzt. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, you don't impress me, so don't test me, nah. Uiuiui. Ich dachte, ich verrate euch den Tipp. Einfach erst in der Tonne. Boah, mit dem Regen, ey, widerlich. Also, der Tipp,
ist, wenn ich Dinge habe, auf die ich gar keinen Bock habe, dann weiß ich genau, es ist immer der Moment davor, ist der Moment, wo es mies ist. Das ist so, könnt ihr euch vorstellen, ihr versucht irgendetwas zu tun und tut das aber nur 80% im Kopf, aber nicht 100%, dann ist das anstrengend. Und genauso wie wenn ihr euch auf dem Stuhl versucht hinzusetzen und das nur 50% macht, sozusagen halb in die Kniebeuge geht oder 80%, und desto näher man an dem Ding dran ist, desto schwieriger wird es letztendlich. Und deswegen ist der Moment vorher meistens immer schlimmer, als wenn man dann dabei ist. Und was jetzt speziell auf das Eisbaden bezogen ist, wenn ihr sowas habt, wo ihr eigentlich wisst, dass ihr euch danach gut fühlt, dann denke ich an den Moment danach. Ich weiß jetzt genau, wenn ich gleich hier rausgehe, habe ich wieder so einen Energiekick und habe einfach gute Laune und habe direkt Bock, was zu machen, Bock auf Training und Bock auf Action. Und deswegen, ja, mache ich mir klar, dass ich mich danach besser fühle. Und deswegen ziehe ich es dann einfach durch. Vielleicht hilft euch das bei irgendwelchen Sachen. They wouldn't let me. Man's gal when I come undress me. Swing with a ride, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. You don't impress me. So don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. Leute, heute war der Tag, wo die Überwindung am schwierigsten war, aber die Challenge an sich irgendwie am leichtesten, obwohl ich wirklich viel gezittert habe. Aber wir haben heute einfach 6 Minuten gemacht, das ist sogar über 6 Minuten, aber wir runden immer ab. Mega krass, von 3 auf 6, also von Montag bis heute verdoppelt. Aber mit Regen und Wind war schon eine Challenge heute, aber egal. Ich bin jetzt happy und freue mich auf morgen. Guten Morgen, Leute. Tag Nummer 5 mit dem Eisbaden. Gestern Nacht oder gestern Abend ist der Deckel von der Tonne kaputt gegangen, weil es hier krass gestürmt hat. Deswegen ist das Wasser auch so ein bisschen vergilbt und hier ist auf jeden Fall, hat es hier richtig reingehagelt. Gestern war krasses Unwetter. Und der Deckel ist so ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, wie sehr. Jetzt fällt das Handtuch runter. Aber heute Morgen ist echt ein bisschen komisch alles. Ja, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt schlimm ist, dass das Wasser schon so matschig ist. Ich muss auf jeden Fall eine Lösung finden, das Wasser so ein bisschen haltbarer zu machen. Das heißt, ich werde das Wasser auf jeden Fall nach der Woche austauschen einmal und mich dann erkundigen, was man machen kann, damit das haltbarer ist. Heute war es so, ich habe mir schon kaum mehr Gedanken gemacht, reinzugehen. Wird, glaube ich, so langsam Routine, obwohl der Morgen heute ein bisschen chaotisch war. Aber ich habe sogar meine Mütze vergessen heute. Aber egal. Entspannen ein bisschen. Das ersetzt echt so ein bisschen die Meditation am Morgen. Aber wir haben die 6 Minuten voll. Dass es nicht nochmal wegfliegt. So, liebe Leute, Tag Nummer 5. Ist vorbei. Wir haben wieder 6 Minuten gemacht, bin ich zufrieden. Ich hatte erst gedacht, ich schaffe die 6 heute nicht, beziehungsweise die Motivation reicht irgendwie nicht aus.
Aber ja, heute war es auch gar nicht so schlimm, der Start und alles, aber 2 Tage verbleiben noch und dann gibt es die Entscheidung. Bringt das Ganze was? Ist das Quatsch? Mache ich weiter und so weiter. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Leute. Tag Nummer 6. Tag Nummer 6, Eisbaden. Es geht jetzt raus für mich. Ich bin eigentlich motiviert, aber ich finde jetzt am Wochenende ist es irgendwie schwerer als sonst. Naja, wir gehen jetzt los. Michi bleibt hier sitzen und passt auf. Heute ist Samstag, morgen ist Weihnachten. Im Winter ist es immer eklig. So Leute, ich schulde euch ja noch ein finales Fazit, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Die 7 Tage sind um. Ich habe tatsächlich angefangen mit 3 Minuten, bin dann weiter auf ganze 8 Minuten. Und ich habe hier so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mit euch einfach als kleines Feedback besprechen möchte. Heute ist allerdings tatsächlich auch schon der 2. Weihnachtstag. Gestern habe ich Pause gemacht und gerade eben war ich wieder Eisbaden. Das heißt, die Antwort, mache ich das Ganze weiter, kann ich euch schon mal beantworten mit ja. Aber warum, das erkläre ich euch jetzt. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt hier oben, mit der Stimmung. Und zwar die Stimmung, nachdem ihr Eisbaden wart, ist wirklich mega. Ihr habt sofort diesen krassen Endorphinausstoß, von dem alle berichten. Also das ist wirklich so. Und desto länger ich Eisbaden war, desto länger ist es dann auch, hat es irgendwie angehalten. Vielleicht war das Placebo, keine Ahnung, wie das wissenschaftlich ist, aber ich berichte euch ja nur einfach von meinen Erfahrungen von dieser Woche. Das heißt, der erste Punkt hier, Stimmung, da kann ich auf jeden Fall einen Haken da machen. Das stimmt, das ist mega, man hat direkt Bock, was zu machen. Und ja, Punkt Nummer 2, mental habe ich aufgeschrieben. Die Leute in den Selbstexperimenten und auch die Leute, die das mit Wissenschaftlern machen, es geht jetzt raus für mich. Berichten ja immer davon, dass man, weil man sich jeden Tag so einer Challenge stellt, man andere Herausforderungen schneller angeht. Ich kann auf jeden Fall das so ein bisschen bestätigen. Ich war am Samstag, nämlich hier an Tag 6, war ich joggen und habe so gemerkt, hey, ich gehe gerade viel krasser über meine Grenze, als ich es eigentlich machen würde, weil ich gehe nie joggen, aber ich hatte irgendwie Tatendrang, wie das halt dann so ist, und bin laufen gegangen und habe das auf jeden Fall gemerkt. Außerdem tatsächlich auch so im Training, im Gym, bin irgendwie motivierter gewesen, habe da irgendwie mehr Gas gegeben. Das kann natürlich auch an so einer Experimentphase liegen, dass man einfach 7 Tage voll motiviert ist. Das müsste man jetzt weiter beobachten nach 30, 60, 90 Tagen, aber tendenziell würde ich sagen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Regeneration habe ich richtig krass gemerkt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe zum Beispiel bis auf den Samstag hatte ich keinen trainingsfreien Tag im Gym. Normalerweise habe ich 2 Tage Training, 1 Tag Pause. 2 Tage Training, 1 Tag Pause. Und sonntags trainiere ich gar nicht. Und ich habe praktisch 7 Tage trainiert. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die Regeneration auf jeden Fall flotter vonstatten geht, einfach viel schneller ist. Dann Gesundheit. Das kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht krank geworden, aber
kann das halt nicht beantworten, weil das müsste man jetzt den ganzen Winter machen und dann vergleichen, hey, wie war es letzten Winter, bin ich da öfter krank gewesen, bin ich jetzt weniger krank geworden, oder man müsste da ein Blutbild machen, wo einfach ein Arzt sagt, jo, dein Immunsystem ist jetzt viel, viel stärker. Aber das kann ich nicht beantworten. Ich kann aber euch sagen, probiert das mal aus. Wenn euch das irgendwie reizt, so eine Tonne, die kostet 35 Euro. Und das ist wirklich kein großes Investment. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das ausprobiert habe endlich. Wollte das schon letztes Jahr machen, habe es aber dann irgendwie mich gedrückt, weil ist ja doch so ein bisschen was Unangenehmes. Und kann euch auf jeden Fall empfehlen, probiert das selber mal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch irgendwo so ein Ding hinzustellen. Ich habe euch am Anfang des Videos ja so ein paar Tipps gegeben, wie man damit am besten anfängt, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Man kann es natürlich auch in freien Gewässern machen. Ich bin gespannt, wenn es jetzt richtig, richtig kalt. Ich hätte mir ja gewünscht, es friert mal richtig draußen. Aber es war immer nur nachts wirklich ordentlich kalt. Und dann tagsüber waren es dann doch ein paar Plusgrade. Aber naja, immerhin, trotzdem war es kalt. Probiert es aus, wenn es euch interessiert und euch reizt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Und vielleicht ist das auch was für euch. Ich habe auf jeden Fall durch dieses kleine Experiment für mich was Neues entdeckt, was ich weitermache. Freue mich drauf und hoffe, ich konnte euch vielleicht inspirieren. Wir sehen uns in den nächsten Videos, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Bis demnächst. Ciao, ciao.